Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Monatsfavoritenvideo. Ja, es wird Zeit. Für September und Oktober kriegt ihr jetzt die Favoriten zu sehen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich so mag, dann bleibt dran. So. Ich fange mit dekorativer Kosmetik an. Ich denke, so Haare und Pflege, dafür wird es wahrscheinlich ein Teil 2 geben, sonst ist es viel zu viel. Ja. Ich will so ein bisschen aus jeder Kategorie und euch meine Favoriten zeigen und ich fange direkt an mit dem Primer. Ja. Da gibt es nämlich ein paar Sachen zu sagen. Dieser hier ist weiterhin mein Lieblingsprimer im Moment, der Becca Backlight Priming Filter. Der macht so einen mega schönen Glow. Also der macht wirklich ganz, ganz tollen Glow. So, wenn wir jetzt aber zur Lieblingsfoundation kommen, wäre das die hier. Und zwar ist das die Aqua Luminous Foundation von Becca. Ich finde aber die beiden zusammen. Nein, nein, nein. Das ist zu viel Glow. Also wirklich, das ist echt zu heftig. Deshalb zu diesem Primer habe ich unheimlich gerne diese Foundation getragen. Das ist die Revlon Photo Ready Instafix Foundation. Die habt ihr tatsächlich schon, glaube ich, in meinem letzten Favoritenvideo gesehen. Das ist eine Stick Foundation. Ich habe sie in 3 Farben einfach, weil man da so ein bisschen auch schon gleich Dimension ins Gesicht bringen kann. Und ich finde, dass diese Foundation bei mir immer unheimlich natürlich aussieht. Deshalb die Kombination der Primer, die Foundation war ein Liebling von mir. Diese Foundation verträgt sich besser mit einem Primer, der dafür sorgt, dass das Hautbild ein bisschen ebenmäßiger ist. Deshalb kommt dieser in meine Favoriten. Das ist der Urban Decay Optical Illusion. Ihr seht, viel habe ich davon noch nicht benutzt, denn ich benutze ihn tatsächlich nur in Kombination mit einer sehr glowy Foundation. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass dieser Primer ein Favoritenprimer ist, aber wenn es um die Foundation geht, und die ist nun mal ein Favorit in meinem Video, geht sie am besten mit so einem Primer. Deshalb kommt dieser Primer direkt mal in mein Favoritenvideo. Corrector. Ich bin ja jetzt nicht so das mega Color Correcting Mädchen ist, ja, aber der gehört auf jeden Fall in meine Favoriten. Der Becca Under Eye Brightening Corrector. Ich habe ihn jeden einzelnen Tag in meinem Leben getragen, seitdem ich ihn habe. Und das ist ja schon eine Weile. Und ihr seht, hier ist schon eine ordentliche Kuhle drin. Dennoch wird der noch ewige Zeiten halten. Also das ist ein absoluter Favorit von mir. Concealer. Das war mein Lieblings Concealer. Immer wenn ich den drauf hatte, dachte ich so, heute siehst du aber gut aus, Schätzchen, ja. Deshalb, dieser Concealer ist richtig toll und ich finde es halt auch cool. Er ist aus der Drogerie. Er ist zwar auch jetzt nicht unbedingt der billigste Concealer aus der Drogerie, so ist es nicht. Der kostet, glaube ich, auch so seine 10, 11 Euro. Aber er ist wirklich ganz toll. Ich finde ihn super und so wie ich gesehen habe, haben die Farben aufgestockt. Ich habe übrigens die Farbe 03 Fair. Ich wurde das, glaube ich, mal unter irgendeinem Video gefragt, habe das nie beantwortet, weil ich irgendwie nicht wusste und dann habe ich es vergessen. Also die Farbe 03 Fair habe ich. Mittlerweile gibt es aber, ich glaube, am Anfang gab es 2 Farben, jetzt sind es, glaube ich, 5 oder so. Also das haben die auf jeden Fall aufgestockt und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Kommen wir zu einem Produkt, wo ich am Anfang immer dachte, ach, ich weiß nicht, irgendwie so richtig aus den Socken haut es mich nicht und ich habe das Gefühl, es hat keinen Effekt. Und es ist ein Puder. Es ist das MAC Next to Nothing Puder und hier ist der Name Programm. Deshalb dachte ich auch immer, nee, das ist nicht so schön oder es bringt mir nichts, aber ich trage es auch heute und ich habe es wirklich auf meinem ganzen Gesicht. Ich habe natürlich hinterher noch im Setting Spray gearbeitet, so wie ich es immer mache. Aber es macht ein ganz schönes Hautbild, hat noch so eine minimale Deckkraft, aber wirklich mini. Und man sieht einfach nichts davon, dass es gepudert ist. Nichts. Aber was sieht man heute? Voll heftig, meine Falten, ey. Ich glaube, ich sollte irgendwie. Irgendwas sollte ich machen, damit das nicht so übel aussieht.
Heute ist Jenny faltig. Naja, was soll's. Also, ein wundervolles Setting-Puder und ich bin ganz begeistert. Und ich habe sogar schon eine coole, was für so ein Puder bei mir auch jetzt nicht unbedingt normal ist. Ganz große Empfehlung, guckt euch das unbedingt mal an. Das ist wundervoll. Gehen wir mal zur Kontur und da ist das hier mein Favorit über die letzten 2 Monate, weil ich habe die eigentlich ausschließlich benutzt zum Konturieren. Die Kontur, ja, ist wundervoll. Dieses Puder, wo ich erst sehr skeptisch war, ist ganz toll für und das Auge zum Setten. Also wundervolles Puder. Es ist echt so eine super Palette, die man einfach benutzen kann, die man in den Urlaub mitnehmen kann. Wobei ich halt eben sagen muss, diese Seite ist bei mir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil Cremekontur und das mache ich einfach selten. Ich bin eben eher für diese Seite hier. Und gehen wir gleich zu Highlighter, denn das ist mein Highlighter-Favorit, zumindest einer meiner Highlighter-Favoriten. Dieser Highlighter hier drin ist wunderschön. Der ist perfekt, ja. Der hat schon Wumms, ja. Also auf jeden Fall, es ist schon ein ordentlicher Highlighter. Ja, aber er hat nichts. Er hat kein Glitzer drin. Er ist einfach nur ein wunderschöner Highlighter ohne eine großartige Eigenfarbe. Das heißt, der wird jedem stehen, ja. Und deshalb, das ist für mich der absolute Highlighter-Favorit die letzten 2 Monate. Und kommen wir zu meinen zweiten Highlighter-Favoriten. Das sind diese Schätzchen hier. Auch die habt ihr auf meinem Instagram-Account wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich hatte die ja vor ein paar Wochen, paar Tagen, wie auch immer, in First Impressions, nachdem ich die gekauft hatte, Video. Da fand ich sie ein bisschen zu heftig, aber ich finde die gerade so geil, ja. Also, die sind schon heftig, ja. Man kann natürlich auch ganz sparsam mit denen umgehen, aber wenn man die hier so aufträgt, so volle Kanone, ne? Ey, das ist ein Glow, der ist pervers. Die haben minimale Glitzerpartikel, aber so, dass es mich nicht stört. Und ich bin ja schon echt da so. Ich hasse Glitzer, Kinderglitzer-Schminkepartikel wie die Pest. Bei denen ist das nicht so. Ich habe hier 2 Farben und zwar einmal, jo, Beam Me Up, das ist dieses Güldene und Precious Pearl ist das andere und ich mische die. Ja, weil ich finde, dieses Precious Pearl, das ist sehr perlmuttmäßig und das ist mir ein bisschen zu gülden und ich mische die beiden einfach und dann sind die für mich total toll. Ich warte jetzt gerade aktuell auf eine Asos-Lieferung, da ist auch noch eine Farbe mit drin von denen, weil ich bin mega begeistert. Ja, also ist auch das erste Mal, dass ich so richtige Liquid-Highlighter-Drops habe, weil ja, hatte ich bisher einfach noch nicht. Und ich bin mega begeistert. Bronzer habe ich am häufigsten tatsächlich den benutzt. Das ist Delicates von MAC. Das ist leider aus einer limitierten Edition. Aus dieser Fruity Juicy. LE heißt sie, glaube ich. Steht das hier irgendwo drauf? Nö. Ja, ihr seht es ja, ne? Diese bunte. Den gab es wohl schon mal in der LE und ja, das ist die hellere Farbe und der hat so ein, ja, der hat eine ganz tolle Farbe, von der werdet ihr jetzt auch, doch, ihr seht schon ein bisschen auf meiner Hand, er ist recht dezent, ich trage ihn auch heute. Ja, er gefällt mir, er gefällt mir, er gefällt mir, er gefällt mir, er ist wunderschön, er hat diese tolle Textur, diese richtig geil verarbeitende Textur und man kann da auch nicht großartig over bronzen und so, also ein wundervoller Bronzer. Und dann kommen wir zu den Rouge. Den Rouge. Den Rouges. Ja, auch da hat sich nicht viel geändert. Diese beiden hier sind meine absoluten Lieblinge. Diese, ich liebe einfach diese Textur, ne? Ich finde, jeder, bitte Hersteller, macht alles, was es gibt in diesen gegossenen Texturen, weil diese gegossene Textur, das ist halt einfach was anderes, ja. Das ist.
Ich wusste nicht, dass das irgendwie eine besondere Textur war, bis ich den Blog von Maggie Mania gelesen habe, die mich darüber aufgeklärt hat. Diesen hatte ich mir vor Ewigkeiten mal zugelegt und ich dachte immer, was ist das für eine geile Textur? Was ist es? Das ist gegossen. Ja? Und ich glaube auch, dass der hier gegossen ist. Das hat so eine ähnliche. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung so. Ich müsste mal Maggie Mania fragen, weil die wüsste es bestimmt. Ja, also meine Rouge-Favoriten sind diese beiden Schätzchen hier. Gesicht ist fertig, ne? Yep. Gehen wir zu den Augen. Und da habe ich eine Lieblingscreme-Lidschatten. Und der ist aus der Drogerie von Trend It Up Ultra Smoky Eyeshadow Pan in der Farbe 030. Das ist so ein schönes dunkles Braun. Ich zeige es euch mal. Ich hatte mich kritisch geäußert in einigen Videos zu diesem Produkt, dass ich dachte, ah, vielleicht ist die Haltbarkeit war nicht so toll oder so. Nee, nee. Der lässt sich ganz toll verarbeiten. Der hat eine wunderschöne Farbe. Der lässt sich super verblenden. Der lässt sich schön aufbauen. Ich bin total begeistert. Was einzig schwachsinnig ist, ist dieses Smudgy-Ding hinten, weil wenn man damit, wenn man, warte, ich kann es euch zeigen, wenn man das versucht damit zu verblenden, dann blendet man es einfach weg. Ja, also das Teil ist schwachsinnig. Der Creme-Lidschatten ist wunderschön. Lidschattenpalette, auch das ist vielleicht nicht unbedingt ein Wunder, aber tatsächlich habe ich am häufigsten mit dieser Palette geschminkt, denn sie heißt ja Sweet Peach. Und ich hörte schon von YouTubern, dass sie sich darüber beschwerten, ja, Sweet Peach kann man die noch nicht nennen, ist doch kaum Peach drin. Ja, ist kaum Peach drin, kann man vielleicht so stehen lassen. Also diese drei Töne hier sind peachy auf jeden Fall. Ja, die sind richtig peachy. Aber alles andere passt zu Peach. Und zwar wunderbar. Ja, also die Kombi hier mit dem Grün und dem Peach ist toll. Das Peach mit dieser Farbe ist toll. Das Peach mit dem Lila ist mega. In Kombi mit dem Blau, in Kombi mit dem dunklen Grün hier. Also es ist eine sehr, finde ich, sehr, sehr, sehr vielseitige Palette und das finde ich cool. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte schon geschwankt, die Naked Heat oder die, eine von beiden würde wahrscheinlich in meinen Favoriten landen. Bei der Naked Heat ist es allerdings so, dass man, wenn man sie nimmt und intuitiv einfach irgendwas schminkt, kommt immer der gleiche Look bei raus. Zumindest ein sehr ähnlicher, weil alle Farben natürlich da drin sehr, 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 sehr ähnlich sind. Das ist nicht schlecht oder so. Ich finde sie deshalb nicht schlecht. Ich finde sie wundervoll. Das ist eine irre tolle Palette. Aber alle Farben sind sehr ähnlich. Und deshalb ist man mit dieser Palette nicht besonders vielseitig. Wenn man sich jetzt sagt, ich will immer nur diese rötlichen Looks schminken, ist die voll gut, ja. Aber die hier ist einfach vielseitiger. Ja, die ist wirklich, man kann alles damit machen. Ne? Man kann ganz natürlich, man kann aber auch richtig auf die Kacke hauen. Eine wundervolle Palette. Wunderbar. Wunderschön. 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 Oh. Einfach toll. Als Lidstrich, Eyeliner, wie auch immer man das nennen möchte, war mal wieder ein Essensprodukt, mein absoluter Favorit. Der Essence Long Lasting Eye Pencil in Hot Chocolate. Das sind diese zum Rausdrehen. Leute, der ist schon recht alt und ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt, aber das ist einfach ein brauner Kajal im Grunde zum Rausdrehen. Ganz toll. Also man kann den super auf die Wasserlinie geben, man kann damit den Wimpernkranz verdichten. Wenn man sich nicht ganz so dämlich anstellt, kriegt man sogar ein einigermaßen okay, Lidstrich hin. Der hält toll, die Farbe ist einfach wunderschön und habe ich sehr, sehr häufig benutzt. Lieblingsmascara war tatsächlich die hier irgendwie die letzten Wochen. Da habe ich die total häufig benutzt, diese Baby Roll. Das ist ja diese mit diesem ganz witzigen gedrehten Bürstchen. Die macht schöne Wimpern, die macht einen schönen Schwung. Lässt sich gut aufbauen und lässt sich vor allem gut abschminken. Ja? Ich hasse Mascaras, die sich nicht abschminken lassen. Ich bin ja auch gar kein Fan von wasserfesten Mascaras. Und dann gibt es eben auch Mascaras, die sich schlecht abschminken lassen. Die hier ist wirklich ganz toll. Die ist gut in der Handhabung. Damit kann man oben und unten gleichzeitig schön bearbeiten. Schöne Mascara. Wirklich sehr schön. Augenbrauen. Da habe ich tatsächlich drei Lieblingsprodukte und die habe ich auch im Kombi benutzt die letzten Wochen.
der, ja, es tut mir leid, dass ich so teure Produkte zeige, Leute, aber sie sind einfach super. Was soll ich sagen? Der Precisely My Brow von Benefit, wobei ich sagen muss, es gibt vergleichbare Produkte in der Drogerie, die mindestens fast genauso gut sind wie der, ja. Also ich denke, ich werde ihn wahrscheinlich nicht nachkaufen, aber einzig und alleine des Preises wegen, weil 38,99 oder was er kostet, ist einfach heftig, ja. Und ich wollte ihn halt einfach mal haben, ich wollte ihn einfach mal ausprobieren. Er ist so toll, ein wundervolles Produkt und der wird mir auch noch eine Weile reichen, aber ich werde ihn bestimmt nicht nachkaufen, weil er mir einfach zu teuer ist. Der ist, es gibt wirklich gute Drogerie-Alternativen mittlerweile und deshalb, aber er ist einfach ein Favorit, weil er ist so schön. Guckt euch mal, also das Packaging ist wunderschön. Der ist ganz toll zu verarbeiten. Also einfach Wahnsinnsprodukt, aber halt wirklich teuer. Genauso geht es mir mit dem Brow Tones. Das ist so ein Produkt, das hat so ein bisschen Glitzer drin, ne? Und dadurch wirken die Augenbrauen so ein bisschen nass, will ich mal sagen. Hammertolles Produkt. Aber auch das ist ein Produkt, was ich einfach aufgrund des Preises wahrscheinlich mir nicht nochmal kaufen werde. Anders ist es bei dem Maybelline Brow Precise Fiber Filler. Dieser hier. Das ist dieses komische Fischbürstchen. Wo ich zuerst dachte, wie soll man denn damit arbeiten? Aber tatsächlich geht es wirklich gut und es hat ganz viele von diesen kleinen Härchen drin. Es füllt wirklich die Augenbrauen gut auf, hält sie da, wo sie hin sollen. Es ist ein ganz tolles Produkt. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich 100% nachkaufen werde, weil das ist natürlich auch zu bezahlen. Ist jetzt auch nicht unbedingt das billigste Produkt auf der Welt, aber man kann es bezahlen. Kommen wir zu den Lippen und da haben es zwei Produkte auf jeden Fall geschafft, hier erwähnt zu werden. Urban Decay Lippenstifte. Er ist jetzt wirklich so stellvertretend ein bisschen für Urban Decay generell und für Nude-Lippenstifte. Ich habe fast ausschließlich Nudes getragen. Das hier ist die Farbe Fuel. Das ist ein Cream-Finish. Das ist auch aus dieser Heat-Reihe. Also den habe ich unheimlich oft getragen und eben auch sehr viel zu meinen Urban Decay Lippenstiften gegriffen. Ein absoluter Favorit. Und die Kat Von D Studded Lipsticks, super Lippenstifte. Wirklich, es gibt nichts auszusetzen. Und insbesondere die Farbe Magic, die habe ich sehr häufig getragen. Ist so ein rosa, es ist ein mattes Rosa. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen wie Pink Plate von MAC, so in die Richtung. Hat aber, ist es irgendwie matt, aber es hat noch so ein paar silberne Glitzerflitzer da drin. Hat ein tolles Finish, hält ganz toll. Ich finde das Packaging wunderschön, ja. Also einfach ein absolut gelungenes Produkt. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist auch nicht mein, ups, nicht hinschmeißen. Nicht der einzige, den ich von denen habe. Die anderen, die ich habe, sind auch ganz toll. Ich bin mega begeistert. So, was habe ich denn hier noch stehen, Leute? Ja, ich habe noch stehen. Wir sind gleich durch, Leute. Wir sind gleich durch. Ich habe noch stehen. Mein absolutes Lieblings-Setting-Spray im Moment gewesen, die letzten Wochen. Urban Decay Chill. Ich hatte immer das Gefühl, es bringt nicht viel für mein Gesicht, aber macht es doch, weil es nimmt das Puderfinish gut weg. Es klebt nicht. Meine Haut fühlt sich weich an. Hydratisiert. Der Sprühkopf bei Urban Decay ist erste Sahne, ganz feiner Sprühnebel, nicht so ja, in your face, sondern tolles Produkt, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wobei ich halt sagen muss, das All-Nighter ist immer noch die sichere Bank, wenn ich weiß, mein Make-up muss von morgens um 6 bis abends um 12 halten, dann nehme ich das All-Nighter. Aber so für den Alltag war das hier wirklich eins, wo ich sehr, sehr häufig dazu gegriffen habe. Und ich wollte euch noch drei Pinselchen zeigen, die es in meine Favoriten geschafft haben. Einmal zwei Augenpinsel und ein Gesichtspinsel. Dieser Blendepinsel, ich dachte immer, ah, so ein großer Blendepinsel bei meinen kleinen Augen, ne? Aber ich habe ihn wirklich in der letzten Zeit häufig benutzt. Das ist der Blendepinsel von BH Cosmetics. Ich bin mir nicht sicher, ob es den noch gibt.
Aber das ist ein schöner, fluffiger Blendepinsel. Damit kann man toll die Base setten. Man kann super so eine Transition Color auftragen. Also es ist ein sehr vielseitiges Produkt. Der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und fast kein Tag ohne diesen Lidschattenpinsel. Das ist der Real Techniques Base Shadow Brush. Der ist recht klein, ziemlich lang, bisschen fluffig und flach. Ja, was soll ich sagen? Also damit kann im Grunde könnte man mit diesem Pinsel alles machen. Man könnte mit ihm verblenden, man könnte Lidschatten aufpacken. Ich benutze ihn aber tatsächlich am allerliebsten, um Creme-Lidschatten zu verblenden. Das macht der wie kein anderer. Wirklich Wahnsinn. Damit gehe ich in meinen Paintpot rein, verblende den, packe ihn auf. Ich liebe das. Das ist wirklich ein spitzenmäßiger Pinsel. Ich würde mir auch gerne, denke ich, demnächst mal einen zweiten holen, damit man halt einfach noch einen hat, ne? Und einen Pinsel, den habe ich schon recht lange liegen. Fand ihn aber nie besonders toll. Habe ihn aber so in den letzten 3, 4 Wochen wirklich sehr, sehr, sehr lieb gewonnen. Das ist dieser Pinsel von Make-up Revolution. Ey, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Irgendwas mit Kabuki? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Oh, hi, du verlierst ein Haar. Vor der laufenden Kamera, du spinnst wohl. Das ist ein recht festgebundener Flat Top Kabuki. Toll. Man kann mit dem so toll Foundation auftragen. Ich bin richtig begeistert. Ich benutze den im Moment fast mit jeder Foundation und das geht ganz schnell. Ich finde das von der Handhabung sehr ja, ergonomisch irgendwie und richtig toller Pinsel. Und mit diesem Produkt sind wir am Ende des Videos. Ich würde euch jetzt, denke ich, noch einen Teil 2 drehen, so mit ein bisschen Pflege und Haare. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Daumen hoch wäre doch ganz nett. Und vielleicht sagt ihr mir mal eure Favoriten in den Kommentaren. Das würde mich auch sehr interessieren. Ein bisschen Anregungen holen, obwohl ich eigentlich genug Zeugs habe. Ich brauche ja keine Anregungen, ne? So ist es ja nicht. Aber trotzdem würde es mich sehr interessieren. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Schönes und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!